Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück. Heute soll es um einen kleinen Ausschnitt in Episode 3 gehen, und zwar die Stelle auf Mustafar, wo Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker, der zu dem Zeitpunkt bereits als Darth Vader aufgestiegen war, einfach bei den Flammen verbrennen zurückgelassen hat. Man sieht bereits im Film, dass dies keine einfache Entscheidung für Obi-Wan Kenobi war, aber die Star Wars Novelization zum dritten Teil gibt uns darüber noch mehr Aufschluss. Im Buch heißt es, dass Obi-Wan Kenobi in dem Moment sehr getroffen war, aber er war immer noch ein Jedi, und als Jedi entschied er, Anakin oder beziehungsweise Vader dort liegen zu lassen und es dem Willen der Macht zu überlassen, ob er nun sterben würde oder nicht. Damit hat er die genaue Gegenentscheidung zu dem getroffen, was Mace Windu noch vor kurzem entschieden hat, und zwar einen hilflosen, unbewaffneten Mann einfach zu töten, wie er es eigentlich mit Palpatine machen wollte. Wir sehen also hier wieder einmal, wie Obi-Wan dem Jedi-Weg perfekt folgt, könnte man in dem Sinne sagen, selbst in dem Moment, wo der Jedi-Orden am Scheitern ist. Der Jedi-Orden ist am Bröckeln und er hält sich immer noch an den Kodex fest, weil das ist, was er seinem Leben gewidmet hat. Auf eine persönliche Ebene gehoben ist es natürlich eine sehr kontroverse Diskussion, ob Obi-Wan Kenobi Anakin bzw. Vader von seinem Leid einfach erlösen sollte, ihm gegebenenfalls sogar zu retten oder aber auch ihn zu töten, damit er nicht zu einer Gefahr wird. Obi-Wan hat in diesem Moment jedoch nach seiner Überzeugung gearbeitet und für ihn stand fest, dass wenn die Macht wollte, dass Vader überlebt, dann soll es so sein. In diesem Moment stellte er keine Gefahr für ihn oder andere Menschen dar, so wie er am Boden lag und halbwegs verbrannt war. Und alles weitere sollte die Macht bestimmen. Ob Obi-Wan sich nun im Nachhinein darüber ärgert, dass er Anakin bzw. Vader in diesem Moment nicht getötet hat, bleibt offen und wir wissen darüber noch nichts. Möglicherweise könnte das auch ein Punkt sein, der in der Obi-Wan-Serie thematisiert wird, wenn wir vielleicht Obi-Wans Gedanken hören oder er über Vader / Anakin spricht. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, dass Obi-Wan es bereut, denn wie schon gesagt, er handelt nach dem Prinzip, dass die Macht entscheidet, und die Macht hat das vorgesehen. Also hat die Macht auch vorgesehen, dass Vader zu so einem Tyrannen wird, und Obi-Wan hat der Macht einfach seinen Lauf gelassen. Wenn das ist, was die Macht für die Galaxis vorgesehen hat, dann sei es so. Ob das nun die wahre und richtige Entscheidung war, beziehungsweise ob das ihn zu einem richtigen und wahren Jedi macht, das könnt ihr jetzt in den Kommentaren entscheiden, beziehungsweise muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Denn die einen würden sagen, ja, es war absolut richtig, dass Obi-Wan in dieser Situation dem Kodex gefolgt ist. Die anderen würden aber sagen, er hätte wirklich pragmatischer denken müssen und vordenken müssen und hätte Vader in diesem Moment töten müssen, damit er nicht zu einer großen Gefahr wird. Vor allem, weil Obi-Wan bewusst war, dass Anakin tot war. Nach den Videoaufnahmen vom Jedi-Tempel und den Tötungen der Jünglinge war ihm bewusst, dass dieser Mann nicht mehr der Anakin war, den er ausgebildet hatte. Lasst mir eure Meinung zu dem Thema gerne unten in den Kommentaren da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbeischaut. Ich habe Instagram, ich habe TikTok und ich habe Twitch. Auf den ersten beiden heiße ich Vader's Force und auf Twitch heiße ich Vader's Force Live. Schaut gerne vorbei. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like bei diesem Video und ein Abo auf diesem Kanal. Das beweist mir einfach, dass ihr feiert, was ich tue, und motiviert mich weiterhin, Videos zu produzieren. Dankeschön auf jeden Fall fürs Anschauen und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.